und weiter geht's. Die Sache ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ich bin bloß nicht auf den Gedanken gekommen, das so zu machen. Und zwar können wir das Witzbuch einfach mitnehmen. Wir müssen einfach nur warten, bis er sich die Affenmaske aufsetzt, denn dann sieht er nichts. So einfach ist der Spaß. Jetzt zum Beispiel gehen wir einfach hin, stecken es uns ein und er bemerkt es nicht. So, auch wenn Simon noch am Rumfummeln ist, während er sich das Ding schon wieder absetzt. Aber so kommen wir an das Witzbuch, ohne dass er was sagt. Und mehr wollte ich ja eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich das Einzige, was ich irgendwie wissen wollte. Und ich glaube, ich kann mich wieder daran erinnern, was wir mit den Ballons machen müssen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht. Aber wir probieren es mal. Ja, das geht schon. Ein Traum. So, können wir ja später gebrauchen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Kreditbüro und machen den Clown ein bisschen glücklicher. Ab jetzt wird er nervig. Warum schaust du dir nicht mal diese hier an? Die sind wirklich gut. Du, ich möchte dir auch was geben. Ich wüsste nicht, was du mir geben könntest. Hier, nimm einen Ballon. Ich brauche ihn nicht mehr. Wunderschön. Danke. Oder so. Das war das letzte Mal, dass ich dem einen Gefallen getan habe. Und ab jetzt ist er nervig, weil er diesen, ja, diesen Lachsound immer und immer wieder äußert. Wir haben den Ballon, der hier als Schweinsblase deklariert wird. Ich weiß nicht, warum die anderen Ballons vom Maxulfling es nicht tun. Keine Ahnung, das ist dann wieder Spiellogik, aber ist auch völlig egal. Denn wir können nun endlich hier hingehen und dafür sorgen, dass der Regentanz startet, indem wir die Schweinsblase an Bingo Bongo abdrücken. Und wie bitteschön soll ich das anstellen? Ja, Entschuldigung, dann benutzt du es eben. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? So. Sieh mal, was ich hier habe. Dankeschön. Danke, Mann. Nun kann ich meinen Schülern endlich einige Schritte lehren. Ich werde euch eine RIP-Demonstration geben. Lass dich nicht aufhalten. Okay, Mann. Alles klar, Jungs. Und denkt an Rhythmus. Fertig? Okay. Die haben ja wieder alle vier ein Stäbchen in der Hand. Wie kommt denn das? Oh ja, das tut es. Ja, ja, wir haben sogar ein paar Blitze hinbekommen. Ich hätte nie gedacht, dass es auf Anhieb so gut klappt. Ich hasse den Programmierer für all das hier. Warner, entschuldigt uns jetzt bitte. Wir müssen weiter üben. Bin schon weg. Tja, wie überraschend, dass der Blitz mal wieder ausgerechnet direkt auf Simon gefallen ist. So, damit haben wir jetzt einmal Regen erzeugt und dieser Regen ist insofern nützlich, dass wir nun endlich in den Kanal gehen können. Näher komme ich an diesen Sumpf nicht heran. Ich weiß. Irgendein Trottel hat eine Mauer in den Weg gestellt. So, denn dieser Regen hat die Kanalisation ein wenig überschwemmt und wir werden gleich sehen, das hat der Spinne nicht allzu gut getan. Die schaut nicht länger garstig rein, sondern, ja, wir werden es gleich sehen. Erstmal machen wir ein bisschen Licht. Die Glühwürmchen helfen uns hier weiter. Und die Spinne werden wir gleich am anderen Ende der Kanalisation wiedersehen. Zum Glück bleiben die hier alle in ihren Löchern, die Viecher. Und da ist unsere Spinnenfreundin. Tja, die hat es leider erwischt, das tut mir leid. Halt, bleib mal da. Na, ich wollte es mir gerne noch anschauen.
Na gut, können wir gleich noch machen. Gut, wir sind im Sumpf angekommen und hier gibt es mal wieder ein paar Sachen zu erledigen. Aber ich glaube, dafür sollten wir insgesamt ziemlich gut gerüstet sein. Das sollten wir jetzt eigentlich alles weitestgehend erledigen können. Hier ist vorerst nichts, aber es kommt etwas. Aus den Tiefen der Sümpfe. Ich grüße dich, o Wanderer. Ich bin die Herrin des Sees, Beschützerin des Heiligen Schwertes, welches auf jener Insel dort ruht. Hallo. Wenn du danach trachtest, in den Besitz des Schwertes zu gelangen, so wisse, dass nur jemand von königlichem Blute es aus dem Stein ziehen kann. Ja, und das müssen wir noch machen später, nur brauchen wir dafür ein Zeichen unserer Königswürde. Ja, worauf das wohl anspielt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, Moment mal, ich habe mich gerade an meinem Kabel verheddert hier. So, okay. Alles gut. Weiß nicht, worauf das anspielt. Keine Ahnung. Wir brauchen hier erstmal nichts, glaube ich. Zumindest wüsste ich nicht, was wir brauchen. Die Story kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Nur wer sich des Schwertes würdig erweist, wird es erlangen. Viele haben es versucht, doch keinem ist es je gelungen. Dennoch zögere nicht und wie bitte? Hä? Warum muss ausgerechnet ich immer an die Besserwisser geraten? Und Diana kommt schon wieder 20 Minuten zu spät zu ihrer Schicht. Dabei wollte ich heute Abend mit George ausgehen. Tja, dann geh halt. Ich wusste nicht, dass Herrinnen des Sees in Schichten arbeiten. Nun, insgesamt sind wir 8. Normalerweise mache ich 3 Morgenschichten, außer heute, wo ich eine doppelte habe. Ich mache das jetzt seit 8 Stunden. Nonstop. Auch ich stehe unter Termindruck. Nun, wegen dem Date mit George habe ich meine Schicht mit Sarah getauscht. Dann hat Sarah mit Katie getauscht, um mit Amelie zu tauschen. Aber Katie ist ausgefallen und Diana musste für sie einspringen. Sie hätte vor 20 Minuten beginnen sollen. Ich arbeite seit 8 Stunden, ohne Pause. Du sahst unter Wasser irgendwie besser aus. Du sahst auch besser aus, als ich unter Wasser war. Tja, irgendwie hat sie mich gerade mit ihren Beschwerden über die Kollegin an Vicky Pollard erinnert aus Little Britain. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Was genau machst du? Na, du weißt schon, dieses Seeherrinnenzeug. Vor Touristen auftauchen und den Mist mit dem Schwert erzählen. Der König liebt es, die Traditionen zu pflegen. Klingt nach einer tollen Karriere. Die Bezahlung ist okay, aber es wird schnell langweilig. Immer derselbe alte Kram. Also gibt es gar kein Schwert, oder wie? Doch, es gibt ein Schwert. Es steckt in einem Felsen auf der Insel. Und wenn ich es herausziehe, bin ich der König? Ich glaube schon. So ähnlich. Was heißt so ähnlich? Du wärst König, aber nicht sehr lange. Es gibt da noch das Denkmalschutzgesetz, weißt du? Vandalismus wird in dieser Gegend mit dem Tod durch... Halt! Ich will nicht, dass dieses Spiel wegen Gewaltdarstellung indiziert wird. Nun, auf jeden Fall soll dieses Gesetz jeden dahergelaufenen Arthur davon abhalten. Ich bin nur hier zur Belustigung der Touristen. Wie schön. Das würde ich gern mal probieren. Wo muss ich unterschreiben? Du kannst nicht einfach eine Herrin des Sees sein. Du benötigst eine Ausbildung und du bist keine Frau. Wie steht's hier eigentlich mit Gleichberechtigung? Außerdem musst du als Insignie die königliche Robe tragen. Nur mit ihr ausgestattet wirst du von uns aufgenommen. Dann mache ich mich mal auf den Weg, sie zu holen. Ja, die werden wir später noch bekommen oder sowas ähnliches. Das werden wir noch sehen. Das Wortspiel in diesem Spiel, das mir am allermeisten hängen geblieben ist im Kopf, das werde ich, glaube ich, auch nie rauskriegen. Werden wir dann später aber noch sehen. Wir gehen erstmal nach rechts, denn dort gibt es das, was wir hier eigentlich wollen, nämlich Schlamm. Und jetzt kommt uns unser Mitgliedsgeschenk bei den Verrückten zugute. Wir brauchen das Bungee-Seil. Das binden wir mal hier ans Geländer. Und jetzt können wir uns mit dem Eimer in der Hand in den Schlamm stürzen. Der Herr will sich ja nicht dreckig machen. Ein kleiner Schritt für mich. Und tut es trotzdem. Thank you.
Ich kann nicht glauben, dass das manche Leute aus Spaß machen. In Schlamm reinspringen? Ja, ich auch nicht. Gut, das Bungee-Seil können wir hier hängen lassen. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich glaube, das hängt dort einfach nur, falls man den Eimer nicht direkt dabei hat. Wir haben einen Eimer voll Schlamm. Und mit dem können wir uns jetzt aufmachen zum Sumpfling, der uns die leckerste Suppe aller Zeiten herstellen wird. So, rein ins Loch. Und dann schauen wir mal. So, dann können wir noch mal kurz die Spinne uns anschauen hier. Ist weggespült worden? Nee, tatsächlich. Gut, die lassen wir dann mal liegen, wo sie liegt. Die brauchen wir nicht. Die kann da von mir aus ein bisschen abhängen und reifen. Vielleicht stürzen sich ja auch die hässlichen Kreaturen, die sich im Schwarzen hier, im Dunkeln verstecken, hier auf das Ding. Wir gehen zum Sumpfling und werden uns unser Süppchen abholen. Denn es ist mal wieder Geburtstagszeit. Ist das nicht schön? So, schnell weg, bevor der Clown anfängt. Leider werden wir es nicht ganz schaffen, bevor er zu lachen anfängt. Es ist so schrecklich. So schrecklich. Gut, auf zum Sumpfling. Ach ja, leider müssen wir jedes Mal das Kostüm anziehen. Ist ein bisschen umständlich, aber gut. Und wieder einmal ruft die Pflicht für... Goldman. Da müssen wir jetzt durch. Das ist eben so. Alles klar, Bill. In den alten Spielen war es halt auch noch so, dass man nicht schnell mal den Bildschirm wechseln konnte. Das war da halt noch üblich, dass man sich wirklich immer durch die Gegend krebsen musste. Naja, von mir aus. Ist jetzt nicht so schlimm in dem Spiel eigentlich. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Die Bildschirme, die aneinandergereiht sind, sind jetzt nicht so zahlreich. Ich glaube, im ersten Spiel war das schlimmer mit dem Hin- und Herlaufen. Sieht nach einem vollen Erfolg aus. Oh, noch niemals zuvor das passiert. Sumpfgase? Nichts machen. Müssen gewesen sein, falsches Schlamm. Natürlich, wir waren schuld. Wenigstens muss ich jetzt nichts davon essen. Noch etwas übrig geblieben sein. Tja, Pech gehabt. Ist es schon so spät? Ich muss jetzt wirklich gehen. Man sieht sich. Du müssen gehen? Schon? Fürchte ja. Tut mir leid. Warte! Du etwas davon nehmen mit dir. Nein, nein, wirklich. Du kannst es ruhig für dich behalten. Freund wichtiger ist. Hier. Na, schön. Mach's gut. Du zurückkommen und Familie von mir besuchen. Sicher. Na klar doch. Unbedingt. So, wir machen uns auf den Weg zum Scherzartikelhändler, denn wir haben endlich eine Zutat, die seine Stinkbomben mörderisch gut machen wird. Aber bevor ich dorthin gehe, mache ich nochmal eine ganz kurze Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder auf dem Marktplatz beim Stinkhändler, beim Stinkhändler, ja genau, beim Scherzartikelhändler. Ich gehe schon mal rein zu ihm und sobald wir drin sind, sehen wir uns dann nach der Pause wieder. Also, bis gleich.